Hi Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Jam. Wir sind hier gerade auf der VDSCS Tour in Recklinghausen und ja, wir zeigen euch mal, was hier so abgeht. Paula, wie freust du dich auf das Konzert? Ja, total, du? Ja, auch. Wie findest du die Location bis jetzt, also die Bühne und alles? Ich finde die Location sehr krass. Der Backstage ist ein bisschen gruselig, aber trotzdem cool. Warum der gruselig ist, zeigen wir euch gleich noch. Okay, wir gucken mal, wer da ist. Hier sind Milan und Kevin. Was macht ihr so? Also, wir schauen gerade unsere Dings, Liste, wie wir auftreten. Und gehen das einmal alles durch, haben eben noch ein bisschen Soundcheck gemacht. Kevin, was erwartest du so vom Konzert? Auf jeden Fall krasse Stimmung. Safe wird's Bock machen. Eigentlich wie immer, es wird safe krass, also. Okay, dann ciao, bis nachher. Ja. Da ist ein L. Was kramst du da rum, ey? Bruder, guck mal, ich muss halt mein Outfit zusammensuchen wegen Showbusiness, Bruder, weißt du? Letztes Mal war es schon ein bisschen komisch, aber jetzt hast du ja eine ganze Kiste, ja? Ja, weil da sind halt meine ganze Sachen für das Outfit drin und so. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, eine ganze Kiste ist schon übertrieben. So, manche Leute nehmen nur eine Tasche mit und nehmen eine ganze Kiste. Aber zeig mir, was da drin ist. Ich zeig gerne, was drin ist. Also ich habe erstmal hier einen Mantel. Hier, wovor der CS draufsteht. Warte, da. Stark hier. So, dann, ich habe eine Krone, die ist auch sehr wichtig, weil ich brauche die einfach, sonst geht's nicht. Okay, schon ein bisschen komisch, aber ja, okay. Ja, nur ey, was da noch drin? Ja, noch andere Outfits. Also ich habe hier erstmal so meine Schuhe. Dann, ich habe noch hier eine rote Jacke. Ja, und halt noch andere Sachen. Okay, aber guck mal, was würdest du machen, wenn du diese Krone nicht hättest? Ich will darüber eigentlich gar nicht nachdenken, weil ich würde dann sofort nach Hause gehen, weil ohne die Krone geht's einfach nicht. Okay, Noel, wir gehen weiter. Okay, Leute, wir zeigen euch jetzt den Backstage und vor allem auch, warum man so gruselig ist. Okay, Leute, guck mal, wenn man schon hier runter guckt. Hier ist voll eng. Ja, auf jeden Fall. Hier sind noch Spinnets überall. Ja, voll ekelhaft. Okay, aber wenn man diese Treppe runtergegangen ist, ist der Backstage eigentlich relativ cool. Also Leute, da sind jetzt Maya und Melina und wir gucken jetzt mal, was sie so machen. Was macht ihr hier gerade? Also wir beide üben gerade nochmal unsere Texte, gehen die quasi durch für das Konzert, einfach nochmal den Ablauf und ja, ansonsten warten wir gleich einfach auf den Einlass, warten bis die Leute kommen und ja, man, wir freuen uns auf jeden Fall. Was hält ihr jetzt so von Noels Auftritt, so mit der Krone und so? Ja, also ich find's nicht schlecht, ich find's eigentlich gut. Er macht Show, ja. Ja, ich find's auch gut, also vielleicht könntet ihr das auch irgendwann bald mal machen. Findet ihr das jetzt komisch, dass er so eine Kiste hat? Weil ich find's schon komisch, weil er denkt jetzt, er ist was Besseres. Nee, er ist einfach halt, ich denke, er ist organisiert und will einfach aus seinem Auftritt was Cooles machen, ja. Finde ich auch. Ich finde es ein bisschen anders, ich finde, er nimmt sich richtig viel raus und ist ein bisschen arrogant. Ich finde das jetzt nicht, ich finde einfach, dass er gut vorbereitet ist und ich find's cool, ja. Melina, du hast ja letztes Mal Kevin gerankt und wie ist bei Milan? Paula, das ist echt eine gute Frage. Melina, rankt mal jetzt Milan von 1 bis 10 Charakter aussehen und so. Ja, ich würde schon so sagen, eine 8 von 10, weil er ist schon sehr nett. Und Chan, wie würdest du Milan ranken? Also 8 ist ein bisschen zu wenig. Ich würde sagen, Milan ist schon so eine 11. Ja. Ja, okay, dann gehen wir jetzt nochmal hoch und gucken, was da ist. Ey, habt ihr Noel gesehen? Keine Ahnung, wo der ist. Ey, Paula, deine Krone liegt hier. Was machst du? Ja, lass sie einfach verstecken. Ah, guck mal, der Arme. Also schon übertrieben auch der Arme. Ja, juckt nicht. Ey, ich bin aber schon dagegen. Das macht man nicht. Paula, ein bisschen lustig. Ist doch nur Spaß, ey. Ja, okay. Oder halt mal die Leiter fest. Ey, aber der Arme nur, ey, der findet die niemals. Paula, man, ist doch egal. Ich will auch mal ein bisschen Spaß haben, so. Ich hab so Bock auf dieses Konzert heute. Hä? Wo ist das? Digga, wo ist meine Krone, ne? Ey. Hä, die ist weg. Scheiße. Kevin, wo ist meine Krone? Was interessiert mich gerade deine Krone? Wir machen unsere Planung. Ich weiß nicht. Ey, Kevin, ohne meine Krone, ich kann nicht auftreten. Scheiße, ich muss ja suchen. Scheiße, wo ist diese Krone, ne? Wer hat die genommen, ne? Mann, das nervt mich schon wieder so krass, ne? Ey, Leute, ne? Wo ist meine Krone? Ja, welche Krone überhaupt? Diese Krone, mit der er immer auftritt. Achso, nee, die haben wir nicht gesehen. Ey Leute, könnt ihr mir bitte sagen, wenn ihr die nochmal habt? Habt ihr irgendwas gesehen? Ey Noel, wir haben wirklich Wichtigeres zu tun, als deine Krone zu suchen. Ey, scheiße, ne? Ich hab gar keinen Bock mehr, Alter. Ich muss meine Krone finden, ne? Ich kann ohne diese Krone nicht auftreten, Mann. Das Konzert wird bestimmt gut, ich hab richtig los. Ey, ja. Habt ihr meine Krone gesehen? Was soll ich mit deiner Krone? Ich finde die eh albern, das ist eh nicht meine. Guck mal, die war eben noch in dieser Kiste und eben hat die genommen. Wow, ich glaube nicht, dass sie jemand genommen hat. Wer soll die denn haben? Ey Paula, hast du vielleicht meine Krone gesehen? Nee. Ey Leute, ne? Auf Ernst, ich kann ohne diese Krone nicht auftreten. Es geht einfach nicht. Ich brauche dieses Showbusiness. Du nervst, du bist eh voll arrogant, du mit deinem Showbusiness. Ja, Bruder, was kann ich dafür, wenn du es nicht kapierst? Du hast dann einfach kein Showbusiness. Bruder, du mit deinem Showbusiness, ich habe sehr viel Showbusiness mehr als du. Also geh mal mit deiner Krone weiter, also, geh mal weitersuchen. Ey, ihr seid so scheiße, ne? Ehrlich. Also Leute, wir haben hier richtig viele Sachen. Zum Beispiel hier eine Lampe,
da oben eine Box und hier eine Nebelmaschine. Und ja, die finde ich am coolsten. Deswegen, Kevin, mach mal Nebel. Und Leute, wenn man hier zum Beispiel auf der Bühne steht und hier durchläuft, dann hat man halt Nebel vor sich. Kevin, mach mal noch mehr Nebel. Leute, und ich soll kein Showbusiness haben, sagt Noel. Das ist richtige Showbusiness und nicht mit seiner albernen Krone. Guck mal, was du Noel hast. Ja, er muss auch mal ein bisschen Spaß verstehen, ist mir noch egal. Wenn er sagt, ich habe kein Showbusiness, hat er jetzt halt kein Showbusiness. Ey, John, ich habe keine Lust mehr darauf, der Arme. Ich gehe jetzt zu ihm. Nein! Noel, was ist los? Guck mal, wegen dieser Krone ist jetzt mein Showbusiness kaputt. Das nervt mich einfach alles. Noel, das ist doch nur eine Krone. Ja, aber guck mal. Ich kann ohne diese Krone einfach nicht auftreten, weil dann ist mein Showbusiness kaputt. Ey, Noel, ist das da oben nicht deine Krone? Hä, wo meinst du? Da, oben auf den Lautsprechern. Ey, ja, du hast recht, das ist sie wirklich. Danke, Polo. Wie kommt meine Krone da hoch, ne? Wer hat das gemacht? Ey, endlich habe ich sie wieder, ne? Ey, Polo, sag dir ehrlich, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Der Arme, das gehört sich gar nicht. Ey, Jungs, seid mir ehrlich, das war schon ein bisschen witzig. Ja, schon, ja. Siehst du, Polo, die sagen auch, es war witzig. Leute, ich fand das nicht witzig, weil Noel hat das echt getroffen. Das Konzert fängt jetzt auch gleich an, deswegen tschüss Leute. Die ganze Zeit, ich hab dich nicht mehr lächeln. Du verstehst, was ich soll, aber nein, ich muss.